Wir haben ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen in ganz Österreich und in ganz Tirol. Die Zahlen gehen massiv nach oben und die Botschaft des medizinischen Personals, die Botschaft der Ärztinnen und Ärzte, die ist eindeutig. Wir müssen harte Maßnahmen unternehmen, sonst kollabiert das Gesundheitssystem. Es sind all jene, die in den Spitälern arbeiten, schon an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und auch diese Leute brauchen eine Perspektive, damit sie auch noch Kraft haben, diese wichtige Aufgabe zu bewältigen. Wir haben uns deshalb sehr lange auseinandergesetzt. Es war eine lange Nacht und heute in der Früh. Und es ist wichtig, dass in so einer Situation Bund und Länder an einem Strang ziehen. Und ich bin froh darüber, als derzeitiger Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, dass wir eine Einigung zwischen Bund und Länder zustande gebracht haben, dass wir eine Einigung somit haben zwischen ÖVP, SPÖ und Grüne. Ich möchte ein zweites sagen, so eine Pandemie kann man nur dann bewältigen, wenn die Länder hier alles mittragen, die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen und alle Damen und Herren, die im Einsatz sind, zur Verfügung stehen, damit das alles möglich ist. Da braucht es aber nicht nur die Länder, sondern auch die Städte und die Gemeinden. Und da möchte ich mich sehr herzlich bedanken, was bis jetzt alles schon passiert ist, geschehen ist und die Bitte ist, dass wir gemeinsam nun diesen Kraftakt über die Bühne bringen. Meine wichtigste Botschaft ist, es wird die allgemeine Impfpflicht geben. Nur so kommen wir aus dem Teufelskreis heraus. Welle, Lockdown, Welle und Lockdown. Ich habe gestern schon gesagt und bei den Verhandlungen verlangt, dass eine Impfpflicht eingeführt wird. Ich bin froh darüber, dass das passiert ist. Wir alle haben gesagt früher, ja, es braucht keine Impfpflicht. Aber das Problem ist, wir sind mit der Durchimpfungsrate nicht nach oben gekommen. Wir sind zu weit unten, damit wir diese Pandemie bewältigen können. Und deshalb ist aus meiner Sicht diese Maßnahme dringend notwendig. Zum Lockdown bis 12. Dezember. Wie Sie wissen, war ich immer dagegen, gegen einen Lockdown. Aber es war in den Verhandlungen notwendig, dass wir auch zu dieser Maßnahme greifen, dass wir die Impfpflicht zustande gebracht haben. Das ist nun eine Notbremsung, die hier gemacht wird, damit wir die Pandemie bewältigen können. Es handelt sich also um einen kurzen, befristeten Lockdown mit einem fixen Ablaufdatum, das ist der 12. Dezember. Danach ist es aber auch so, dass dieser Lockdown für Ungeimpfte weiter gilt. Diese 3 Wochen müssen wir nützen. Wir müssen diese 3 Wochen nützen, dass sich so viel wie möglich impfen lassen. Wir werden die Struktur herstellen. Es ist aber auch die Bitte an die Bundesregierung, dass wir ausreichend Impfstoffe zur Verfügung haben. Und wir werden daher auch diese breite Struktur aufbauen mit den Gemeinden. Und hier ist dann die Möglichkeit gegeben, dass man den ersten Stich erhält, den zweiten Stich. Aber ganz wichtig ist auch der 3. Stich. Und ich bin darüber hinaus auch froh, dass nach dem Vorbild von Wien und Tirol ab dem 4. Monat der 3. Stich möglich ist. Ich weiß, meine Damen und Herren, das sind sehr harte Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich weiß, dass es für manche schwierig ist, die einfach Sorgen haben, was die Impfung betrifft. Aber glauben Sie mir, und alle Ärztinnen und Ärzte bestätigen, dass also diese Sorgen unbegründet sind. Nützen wir daher diese 3 Wochen, damit wir mit der Durchimpfungsrate weiterkommen, damit wir gemeinsam diese Pandemie bewältigen können. Das können nicht wir in der Bundesregierung oder in der Landesregierung, in den Städten und Gemeinden. Wir können das nur gemeinsam mit der Bevölkerung schaffen. Wenn wir das tun, dann haben wir die Chance, dass wir eine 5. Welle vermeiden können. Herzlichen Dank.